Willkommen zurück zu New Super Mario Bros. 2 und ich glaube, diesmal werden wir das Bowser-Schloss erreichen. Vielleicht die ganze Story schon beenden. Mal sehen, wie weit wir kommen, aber wir sind dem Ganzen schon sehr nah auf der Spur. Jetzt erstmal mit Welt 6b. Ein bisschen knifflig, das sind irgendwie neue Plattformen, die... Obwohl, irgendwas gab's schon in der Richtung. Ja, die gab's, aber ein bisschen anders. Ein bisschen anders, nur mit links, rechts, oben, unten und nicht so. Aber okay. Oh, war das schlau? Nee. Der hat sich jetzt von selbst umgeschaltet, eben weil... Weil Baum, ja. Schalt dich um! Der haut ab für alle Zeiten. Dann halt so. Ja, wir sind wirklich ans Ende gekommen, aber... Ganz fieses Versteck ist hier. Überhaupt haben die es in der sechsten Welt meiner Meinung nach mit diesen versteckten Ranken übertrieben. Das werden wir noch öfter sehen, so ein Mist. Ne, ernsthaft. Teilweise nicht mehr lustig. Diese versteckten Ranken. Ja. Oh, Mann. Ah! Egal. Wir haben die Starcoin. Das zählt. Da kommt schon Spannung auf. Jetzt mehr den Kugel Wilhelm. Nee, das ist Banzai Bill. Nee, wie heißt er auf Deutsch? Die Kleinen sind Kugelwillis? Auf Deutsch heißen die Kleinen auch Kugelwillis, ne? Die heißen alle Kugelwilli auf Deutsch. Auf Englisch heißen die Bullet Bill. Banzai Bill. Eine große war. Ich vergesse es immer wieder. Den gab's ja nur in New Super Mario Bros. Wii bislang, ne? Er heißt Kugel Wilhelm, ihr wisst es doch. Den Namen habe ich ihm gegeben und deswegen passt das, ne? Knapp wie die Nacht hier. Also, wollte gerade sagen, da verschwindet ja die Plattform, aber da sind wir schon am Ziel. Ein leichter Auftakt. Mario Time, Hammer Time. Ganz kurz gucken, was haben wir denn hier noch alles parat? Da vorne nichts mehr, wir können in die Festung gehen, in den Turm, ins Fortress. Obwohl, komm. Zur Entspannung. Obwohl, ich würde es immer gern als Großer machen. Wenn ich ein Level beende und ich bin groß, weil mit großem Mario hat man irgendwie mehr Chance. Dieser Zentimeter, der Mario größer ist, der macht schon was aus, weil man halt nicht so springen muss. Ja, dich brauche ich hier eigentlich nicht, ey. Ja, man kann die Dinger an- und ausschalten. Mal was Neues. Deswegen machen wir es uns hier. Wir sind die Berufsgenossenschaft der Bowser-Festungen. Schalten alles aus. Ja, da ist die erste Coin. Ich wusste es doch. Da gab es wirklich auch fiese Verstecke. Irgendwie rechts in der Wand war eine Röhre drin oder so ein Quatsch. Oh, extra Leben. Schön zu wissen. Spitze. Naja, nimm den Tanuki. Weil da oben habe ich mal was gesehen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ey, extra Leben. Bin ich mal nicht so, ne? Fast rein. Naja. Vorsichtig. Ach, da können wir gar nicht hin irgendwie. Ja, guck mal. Kawomski! Mach mal Pause. Oh nein, auf dem Spruch ist Copyright drauf. Na, wird euch jetzt warm ums Herz? Knifflige Passage. Sieht auf jeden Fall sehr bedrohlich aus. Mit ein bisschen Geduld kriegt man das wohl hin. Oder auch nicht. Wollte gerade sagen, bin ich hier sicher? Nein! Oh! Mit einem Zug komplett nach unten. Irgendwie haben wir es überlebt. Gnade vor Recht. Was ist denn hier los? Na, na. Schwinde. Augen offen halten. Die haben irgendwie
Hier oben rechts. Ja! Guckst du! Musst du reagieren schnell! Aber noch haben wir es nicht geschafft. Wollen sie es nochmal wissen, ey. Warum krieg ich... Naja. Puh. Ach, bloß aufpassen! Nein! Ey, das ist viel schwieriger, als es aussieht. Weil die sich so bewegen. Die bewegen sich zwar nur ein bisschen, aber... Aber das ist schon ein Extremo. Pass mal auf. Wie kann man eigentlich so blöd sein wie ich? Ich bin ein Lappen! Ganz offiziell. Kann mich mal jemand ausfringen? Ja. Gut. Und schon wieder alles aufgefüllt. Very nice. Wer möchte sich uns denn stellen? Sind es die Resnors? Oh, mit dem Riesenrad heute. Erstmal du. Boah, getroffen. Und du? Bist du der Letzte? Da müsste sich der Boden schon schneller auflösen. Aber hey, mir soll's recht sein. Mir ist es doch... Ich finde es gut so. Alles klar, ich denke schon, dass wir Peach in diesem Part retten werden. Ganz kurzer Speichervorgang. Jetzt sind wir groß und wagen uns ins giftgrüne Toadhaus. So, Concentration. Wir wollen hier ein bisschen mehr. Wie gesagt, ich habe es schon oft perfekt hinbekommen, aber irgendwie sind sie jetzt viel näher beieinander. Ah, der ist verloren. Nein, nein. Zwei haben, glaube ich, gefehlt. Naja, was soll's. Privat gehen alle 10. So. Noch 2 Level und da rechts sehen wir schon das Bowser Castle. Und die 2 Level, die sind schon... Das hier. Gab solche Level schon mal in offiziellen Mario-Spielen? Also, dass man hier außen ist und hier gruselig und da sind Geister und Buhus? Weil ich habe in Erinnerung, ich kann mich auch täuschen, volle Kanne, dass in New Super Mario Bros. Wii 2, ihr wisst schon, den Hack, den habe ich Let's Played, dass es da so etwas gab. Das zweite Level, glaube ich sogar. Obwohl, nee. Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber gab es in New Super Mario Bros. Wii oder so? Gab es da solche Stellen? Mann, oh Mann. Vor allen Dingen war hier irgendwas böse versteckt. Ich darf mir nichts. Irgendwas. Das war nicht so lockerflockig. Immer auch, das ist die dritte Starcoin. Ich weiß es, die zweite war schwer versteckt, Mann. Tja. Da wir eh gleich am Ende sind. Verdammt einfach irgendwie. Mach ich es halt kurz ändern. Werde dann halt dann mit euch nochmal gucken, wo die Starcoin war. Das war auch so eine versteckte Röhre. Ich hab's schon mal angesprochen. In der sechsten Welt sind einfach zu viele... Ach, versteckte Röhre, sag ich. Versteckte Ranke. Ist zwar schön, wenn die Nintendo-Mitarbeiter sich mit Botanik befassen, ja. Aber... Ja, ne, ist klar. Was ich sagen möchte. Gehen wir nochmal rein. Wo war der versteckte Block? Irgendwie sowas da. Na. Sowas kann es gewesen sein. Nehmen wir das doch. Nee, ernsthaft, ich finde so Verstecke nicht schön. Nee. Haben wir jetzt zwar relativ gut gefunden, da bin ich recht happy. Aber man kann ja theoretisch überall hinspringen. In dieser großen, weiten Welt. Ansonsten ist der Level irgendwie viel zu einfach. Für so eine Stelle des Spiels. Fast gestorben. Sag so etwas nie wieder. Dritte.
Trauen sie sich mal halt außerhalb des Geisterhauses herum. Ich meine, das wäre toll gewesen, wenn man die Idee von diesen Hackerstellern Respekt zollt, sag ich mal, und sich inspirieren lässt von den Fans, quasi. Mario Time! Ja, ich denke schon, diesen Part. Kriegen wir das hin, ne? Haben nur noch 6-5 und dann kommt Bowser Schloss. Kurze Pause. Und dann wollen wir mal. Ich glaube, das war wieder so eine Lava-Welt, aber das ist gar nicht so schlimm, denn Lava-Level in Lava-Welten. Ah ja, das finde ich so nice. Die Dinger gab's ja immer so in Bowser-Schlüssen, also so komische Statuen, die Feuer speien und wie Bowser aussehen. Dass man jetzt halt ein Level direkt vom Bowser-Schloss macht. Ach so, das ist so eine Plattform. Das finde ich echt nice. Ach, hier muss man wieder so viel experimentieren mit diesen Stachelkugeln. Ah, das ist ganz gut, dass man die mal so in freier Wildbahn. Dass Bowser die so platziert hat hier. Ganz unverdächtige Röhre an dieser Stelle. Hier wird sich doch nie etwas befinden. Oh, wow, wow. Fail vom Feinsten. Vom Tablett. Macht mir nix. Feuerfestes Blatt, habt ihr gesehen? Ah, jetzt ja. Pass mal auf. So muss das. Zweites Starcoin. Böp, böp. Ey, ach, Mann. Denkfehler. Ah, hab ich nicht mehr dran gedacht. Drauf geachtet. Ach, das war dumm von mir jetzt. Eieieiei. Wie ein abgelaufener Joghurt. Oder ein Pudding. Uah. Schön, dass wir das geklärt haben. das war dann auch wirklich. Gibt noch keine Secrets mehr in der sechsten Welt. Das war nur im Geisterhaus 1 und sonst ist alles voll clean, oder? Es gibt zwar 6B, aber da muss man nur Münzen bezahlen. Nichts Secret-Lastiges. So schnell baut man Brücken. Habt ihr es gesehen? Ich guck nochmal. Na, wollen wir was Goldenes? Ja, das können wir im Bowser-Schloss, glaube ich, nicht großartig gebrauchen. Jo, gehen wir, ne? Warum nicht, ne? Hallo! Guten Abend, ich möchte Ihnen einen Staubsauger verkaufen. Haben Sie so etwas schon? Da muss man es ja immer echt mal loben, weil in Bowsers Schlössern ist es immer recht sauber. Ja, es gibt durchaus welche, die ihr Schloss vergammeln lassen. Der gute König Cooper, King Cooper, der sieht das nicht so. Er hat ja genug Angestellte, ne? Ihr seht's ja. Warte mal. Oh, das ist so fies. Auch wieder so eine Ranke oder sowas. Ja, extra Leben. Freut man sich so voll. Extra Leben gefunden. Guck mal hier. Muss man dazu noch was sagen? Mann! Irgendwie habe ich neuerdings so einen Fehler in der Optik. So einen Knick in der Optik, ey. Hier gibt es viele schöne Sachen, die das Leben schöner machen. Aber irgendwie. Kommt mir recht spanisch vor. Na, was soll's. Na, 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 na. Bumba, zäh, hör auf. Das ist doch gefährlich hier. Ich werde stutzig, weil so lange keine Starcoin mehr kam. Böse, böse. Ah ja, jetzt kommt was. Und ich lieber Tonnugi, weil die ist schwer zu erreichen, pass mal auf. Relativ, weil wenn man erstmal darüber ist, kommt man nicht mehr zurück.
Deswegen aufpassen. Läuft ganz gut, ganz klaro. Tomato. Checkpoints. What the? Die Cooper Kids, die mal irgendwelche Zauber. Muss man sich immer so verstecken hinter solchen. Ja, hier ist man geschützt. Sind sie alle wieder da? Alle sind sie da. Alle sind sie da. Außer. Tja. Boah. Wie übel. Nein. Boah. Gut, die Star Coins haben wir. Müssen die sich auch alle da reinquetschen, ne? Die wollen das Ding das nächste Mal übers TÜV kommen. Und weg sind sie. Schön, dass wir das geklärt haben. Nichts? Wollen wir? Irgendwie schon und irgendwie nicht. Los geht's. Noch ein Checkpoint. Pff, eigentlich mag ich Tanuki. Ach, Bowserchen. Alter Hut! Bist du immer noch in den 80ern oder was? Okay. Na, mein Hübscher. Und Peach ist auch da. Mario müsste doch langsam mal ein Déjà-vu haben, oder? Man kann nicht einfach durchlaufen. Voll schade. Und war's das schon? Könnte man fast meinen. Bowser Junior macht ja Urlaub, ne? Macht er nicht, sind ja genug andere Kinder da. Die Koopalinge. Haben wir's, oder? Nö. In der Wii-Version war das doch so wunderschön Carmack irgendwie. Steuere nicht übrigens. Mach davon selbst gerade. Und nun? Was habt ihr vor? Sie zaubern. Sie nutzen all ihre Zauberkraft, um... Sieht doch relativ bedrohlich aus, oder? Ah. Bisschen aufpassen. Der Tanuki ist ja schon was wert. Ich hasse es, hier keinen richtigen Boden unter den Füßen zu haben. Meine Herren, was für ein Bosskampf. Oh, ich bin schon oben. Gut. Mann. Adrenalin. Wir haben kein Item in Reserve. Die Sache beunruhigt mich. Man kann ja nicht so genau sehen, so hundertprozentig, wo Bowser hinschlagen wird. Man kann halt nur spekulieren dahin, wo man zuletzt gestanden hat. Boah. Alles geplättet. Auf jeden Fall sieht's gruselig aus. Wenn man das vergleicht mit den Bowser-Kämpfen von früher. Da war das ja lachhaft. Ich finde, da hat man... Das war's. Nee, doch nicht. Zuletzt ganz gute Arbeit geleistet. Also, ob Mario Galaxy 2 war recht episch oder Mario 3D Land war auch sehr, sehr nice, falls ihr das gesehen habt. Wenn nicht, schaut es euch nochmal an. Gar nicht so lange her. Und das hier ist auch endnice gemacht, ne? Überlegt Mario Sunshine in der Badewanne. Das war so lame irgendwie. Irgendwie überleben. Och nö. Ohne Tanuki macht's keinen Spaß. Boah. Das ist noch sanft gesagt.
Es sind aber genug Plattformen da, das muss man auch mal so sagen. Und ich war ja schon einmal sozusagen verloren irgendwie. Nimm dies. Und da kam eine Plattform aus der Lava gerade. Wir haben es geschafft, anscheinend. Nein! Armer Bowser. Back ihm doch endlich mal einen Kuchen und dann ist Ruhe. Obwohl, dann haben wir keine Mario-Spiele mehr. Sollte man überdenken. Gut. Dann retten wir die Alte. Naja, irgendwie. In New Super Mario Bros. U wird ja auch wieder Peach von Bowser entführt. Ich hoffe zum letzten Mal, weil man kann sich wirklich mal was Neues einfallen lassen. Das ist nicht so schwierig. Man wird schon einen Grund finden, warum Mario durch Level laufen muss. Ernsthaft. Man wird schon. Man hat ja schon öfter versucht, die Story ein bisschen umzuwandeln. Ob mit Yoshi's Island oder auch mit Super Mario Sunshine. Oh, kann ich noch ein bisschen? Zählen die auch? Ja, natürlich zählen die, warum nicht? Mann, lass doch mal die Alte fallen. Die ist selbst schuld, ey. Wenn die sich seit den 80er Jahren regelmäßig entführen lässt. Ohne Bodyguards mal einzustellen, obwohl. Ja, wunderschöne Credits. Natürlich kommen noch die ganzen Spezialwelten. Das heißt, die Pilzwelt, die Blumenwelt und die Sternenwelt. Die sind allesamt ein bisschen kniffliger. Das ist schon schön. Bei Credits habe ich immer so das Verlangen, ein Fazit zu ziehen. Nee, es ist wirklich ein schönes Spiel. Aber wir sind ja noch lange nicht am Ende. Wir haben noch einiges. Ich denke mal, da kann man nichts falsch machen mit dem Spiel. Also wenn irgendwelche Kids sich denken, soll ich mir kaufen für einen 3DS? Ah ja, hier, bedient euch. Ups, habe ich kurz Sound weggemacht. Ja, aber die Münzen, naja. Anstatt der sich reinsetzt, ne? Episch. Vor allen Dingen, wer hält den? Ja, ganz schön Muckis haben. Wahrscheinlich Wendy. Ja. Ich denke mal, die Credits sind jeden Moment vorbei, dachte ich mir so zumindest. Dann kriegen wir bestimmt noch irgendeine wunderschöne Meldung. Und da sind sie. Da liegen sie. Mann, ey. Tsuyoshi Watanabe. Du. Ja, da kann man auch die Namen von diesen Jungentwicklern lesen. Ja, da mal ein Dank an alle, die da im Hintergrund aufgelistet sind. Auch an Monika Ripoll und Kristin Kirby. Ey, der ist Kirby mit Nachnamen. Wie cool ist das denn? Hallo, Frau Kirby. Frau Kirby, bitte. Frau Kirby. Da liegt Morten und Wendy. Und da liegt Ludwig. Ah, das ist in der Mitte. Ey, ich habe ein bisschen die Namen gelernt, hey, unglaublich. Dank euch, dank euren Kommentaren. Und natürlich könnt ihr auch wieder einen Daumen hoch geben. Wir sind doch eine Community, oder? Schon allein Like dafür, wie Bowser da drin hängt. Das erinnert mich an irgendwen. Boah, ich weiß es gerade nicht. Also Donald Duck, ach so, ja, Donald Duck, der so da so im Boden gelegen hat. Ich frage mich echt, ob die Münzen hier auch zählen. Ja, bestimmt. Da oben links ist ja eine Anzeige. Also heißt es ja, alle Münzen, die man in dem Spiel sammelt. Die hier machen den Bock nämlich auch nicht fett. Shigeru Miyamoto, Satoru Iwata. Da sind wir am Schloss. Aber, naja, so lässt sich ja innerhalb von wenigen Tagen wieder entführen. Naja. Wunderbärchen. Ende. Glaubst aber auch nur du. Im Sternpaket. Münzrausch. Ja, ja. Das ist fantastisch. Ja. Spitze. Sehr gut.
dann werden wir uns das mal anschauen. Na, 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 na. Hallo, hallo, hallo. Jupp. Das war's soweit. Wir haben halt, wie gesagt, ich guck nochmal hier. Ach, die ganzen Toadhäuser sind auch wieder da. Ja, warum auch nicht, ne? Wunderschön. Dann machen wir hiermit weiter im nächsten Part. Die Pilzwelt. Okay, Leute. Nicht verpassen. Ich freue mich drauf. Bis dann und ciao.